Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zur 7. Folge von Let's Play Minecraft Hardcore. Und heute wieder mit dabei ist der Luke. Ein Gude. Der Stefan. Hallo. Und der Wickel. Hi. Und wir joinen auf den Server. Gut, dann geht das mal los. Ich guck mir jetzt mal eure Häuser an, was ihr so gemacht habt bis jetzt. Glas hat mich ja von... Ey. Das Glas habe ich ja von weitem schon gesehen. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich Aldis Haus, weil der hat ja Stefan schon gesagt, der hätte schon Glas, während alle anderen noch um Überleben kämpfen. Ja, Das ist schon ironisch, weil er stirbt eher, bevor ja. Anstatt er um Glas verzichten würde oder sowas. Auf dem Podest das Bett. Mhm. Und ich trete in meinen dreckigen Schuhen darauf rum. Hey! Selbst nur das im Hardcore-Modus spielen. Nein, okay, ich mach's wieder sauber. Wie mach ich das denn sauber? Ich nehme hier das zum... So, schön sauber. Oh mein Gott, ey. So. Danke. Okay, und dann nebenan... Er macht meinen Garten kaputt. Wahrscheinlich... Was? Ich bin nicht gesprungen. Das hier von Stefan? Stefan? Die mit den Doppeltüren? Ja. Der Hügel ist abgehauen. Ein Indoor-Farm? Ja, ein Huhn abgehauen? Alter, was ist hinter dem Berg? Hier ist das Meer. Ja, wie gesagt, ich will jetzt eine Karotte suchen. Ich will die Schweine da zusammenziehen, die da im Meer draußen sind. Also nicht töte bitten. Oh, okay. Okay, dann schauen wir, was da noch so drin ist. Aber es ist ein riesen Meer. Hier. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt also zum Glück hier hinten verdammt viele Schweine. Ich möchte die eigentlich zu einer Farm bringen. Aber dafür muss man ja angeblich jetzt neuestens ja keine... Was das wohl wird. Kein Weizen mehr haben, sondern Möhren. Mhm. So, jetzt ist hier die Frage, wo hat Wigger dein Haus gebaut? Warte, ich komm, ich zeig's dir. Ist eine Steintreppe. Ich will auch noch kurz zeigen, wo hier was ist. Da. Oh, der Shader ist dunkel. Bevor ich hier einen Fehler mache, kann ich das Schwein auch ohne Angel locken? Schon, oder? Angel ist nur zum Reiten. Ja. Angel ist nur zum Reiten, ja. Okay. Ah, das ist Wiggles Haus. Krieg ich deine, die Suppe? Deine aber kannst du holen. Und ein riesiger Stall. Ach, hier geht's nochmal runter. Ah, wahrscheinlich zum Ressourcenfarmen, oder? Ja. Hunger. Bin auch ganz verhungert, sehe ich gerade. Die Treppe nicht runtergehen sollen. Jetzt muss ich das Ganze wieder hochlaufen gleich. Oh. Ja, ist nicht so viel passiert hier unten. Nur ein Minenschacht. Jo. Ach so. Das wollte ich eben noch anprangern, dass du hier ein bisschen Platz machen könntest noch. Sehr schön. Gut, und jetzt ist es dunkel und ich gehe weiter raus, irgendwelche Ressourcen farmen. Im Dunkeln natürlich. Ja, und ich meine, ich sehe gerade, man hätte ganz einfach sehen können, dass wir im Hardcore spielen. Wie? Wenn ihr Escape drückt, dann auf Option hier steht oben rechts Schwierigkeitsgrad Hardcore. Oh. Tatsache. So, das habe ich schon wieder vergessen, was ich vorhatte. Super. Warum? Du wolltest farmen gehen, aber ja, aber... Wieso? Ist einer vergesslich? Wieso gehe ich gerne... Ja, das kommt mir vor wie ab und zu bei seinen Folgen. Nur was erzählt, dann weiß ich nicht mehr was. Was zum Teufel ist das da drüben? Hat er eben eine Höhle gebaut mit dem Berg drin? Wo? Nee, das ist Lava. Das ist ein Lavasee. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? So, ich hoffe jetzt... Ich bin in der Nacht unterwegs. Oh, es kann nur schief gehen. Ist das hier eine Steinsäule? Aus Cobblestone hat es jemand gebaut zum, als Wegweiser? Hä? Kann auch ein Dungeon sein. Nee, das ist eine dreieckige Steinsäule. Eins, zwei, ungefähr fünf Blöcke hoch. Wo mit dem Pampa draußen steht, so im Dreieck hingestellt. Und daneben ist ein Wasserfall und ein Lavastrom. Ja. Einheimische? Wo wohnst du? Auf dem anderen Berg gegenüber. Okay, sehe ich. Da müsste Licht sein eigentlich jetzt. Ja, und Glas. Ja, das habe ich gerade eingebaut. Frag mich, wie ich hier reinkomme. Ja, an dem Glas kannst du nicht, du musst dann nach rechts jetzt von dir aus gesehen. Dann musst du eine Treppe hochgehen. Aha. Ah.
Creeper-Spinne. Creeper-Spinne? Achso, ja, Herr Wickel? Ja. Wenn du unbedingt einen Spawner, also eine XP-Farm bauen willst, ich kann dich zum Spawner bringen. Ja. Ach du Scheiße, es sind hier Hexen aufgetaucht. Okay, ich brauch Essen. Aber man kann doch durch Gift eigentlich nicht direkt sterben, oder? Doch, im Hardcore schon. Meine ich? Also auch bei Essen, du wirst also nicht nur auf ein halbes Set, sondern gesetzt, sondern direkt runter. Meiner, das hätte ich das mal getestet und ich gehe da eigentlich gar nicht kaputt. Ich hab das überlebt mit einem halben Herz halt. Auch in Hardcore. Okay. Aber ich werde jetzt nicht darauf poppen, weil sonst stirbt einer. Ja, versuchen sowieso nicht. Also bitte nicht ausprobieren, weil ich bin mir nicht sicher jetzt, weil ihr sagt ja genau das Gegenteil. Nicht, dass jetzt einer stirbt, weil er meint, oh, der Luke hat gesagt und dann, ah, Luke, du hast doch gesagt. Und so. Kriegt jetzt mal der Luke die Schuld. Genau. Luke war's. Genau. So wie immer. Das ist mein Schicksal. Ja. Immer schuldig zu sein. Genau. Egal was passiert. Ja, komm, der Schuldige. Irgendwas Spannendes machen. Ja, ich bin hier mitten in der Pampa draußen. Ich kann nicht suchen. Habe gerade eine Crafting Table aufgebaut. Zwar gebaut einen Ofen, damit ich mir hier in der Pampa draußen Steaks braten kann. Grillen, ja. Welche Hardcore Koordinaten grillen hast du? Ich habe 89 und X und 202. Z. 89? Ja. X minus 89? Ne, 89. Bist du über 100 Blöcke gelaufen? Ja, kann gut sein. Ah, okay. Oh, super, ich versuch gerade einen Ofen mit Steinen zu betreiben. Hat nicht funktioniert. Welches eure Organe würdet ihr eher schätzen? Das Herz oder das Hirn? Wenn ihr eine Rüstung anziehen könntet. Oh Mann. Ja, ernsthaft jetzt. Du kannst hier ohne beides nicht leben. Ja, deswegen frage ich ja, was ihr eher schützen würdet. Gehirn. Okay, eins für Gehirn. Was haben die anderen? Ja, wahrscheinlich auch. Und, Aldi? Herz kann man ja noch Herz kann man noch. Transplantieren. Wenn man kein Gehirn hat, dann braucht man auch keinen. Also, auch Hirn wahrscheinlich. Ja. Okay, also erstmal einen Helm machen. Ja, okay. In dem Fall würde ich lieber Brustpanzer machen. Oh Mann. Ach, geht beides. Okay. Das war jetzt gerade eine. Wie sagt man? Haben wir nicht hier irgendwo noch Ding? Kürbisse? Ich habe bis noch keine gesehen. Ich sehe hier. Also ich habe Kürbiskerne. Ich sehe nur lauter Schweine und Hühner. Mach ich mir einen Schneegolem? Hä? Hast du schon Schnee? Ja. Hier ist überall Schnee. Ja. Achso, ein Berg oben. Okay. So, ich habe gerade alles gebraut, was ich brauche. Ich könnte ja natürlich noch mein Korn in Brot umwandeln. Lecker Brot. Ja! Super! Aua! Und du Huhn, du musst jetzt leider sterben. Wow. Und so. Das ist schön mit dir. Irgendwann ist Reden mal vorbei. Vor allem kannst du nicht respawnen. Auch Hühner respawnen nicht im Hardcore-Modus. Du? Ja. Ich hab ein Geschenk für dich. Okay, was denn? Lohnt es sich, dazu zu kommen? Ich wollte gerade zur Mine gehen. Lohnt es sich, dafür zurückzukommen? Nein, Skelett. Nee. Ich kenn's auch von hier oben, Mann. Schau mal nach oben. Ach, da bist du. Oh. Oh, ich sehe da hinten ein Schwein. Leberschlag. In der Höhle. Ja, ein Zombie. Oh nein, der Zombie ist oberhalb von mir. Oh, ein Creeper. Immer wieder ein schöner Anblick. Super, weißt du, was der Zombie gerade gedroppt Wasser, hat? Hier runterfließt. Karotte. Ein Eisenbarren. Oh. Aua. Harte Kost. Da oben ist Action. Voll gesund. So, bei mir. So. Hat er den Baum weggesprengt, voller brutaler Typ.
Hier, ich bin so einen komischen Hang drin. Jetzt gehe ich mal auf den Hang rauf und schaue, was hier oben überhaupt ist. Geht aus neu. Das war dumm. Was hast du gemacht? Einfach mal runtergesprungen, hab ein bisschen Fallschaden bekommen. Was heißt doch jedes Herz wichtig? Oh, eine Kuh. Ich habe eine Kuh gefunden. Das sind ganz viele Kühe. Ja, die kannst du mit Weizen locken. Stimmt. Aber ich glaube, die sind auch produktiver als Schweine. Weil die haben auch Leder. Wicke? Stimmt. Ja. Hast du noch eine Hau? Bist du eine Hacke? Ach du Scheiße. Nee. Wird es vielleicht per Zufall bald Tag? Ich bin hier auf einer ganzen langen Ebene und mich greifen gerade die Zombies von allen Seiten an. Ich bin gerade in der Höhle. Oh, oh. Enderman. Ja, Lauf weg. Das wird spannend. Ender stirbt. Wer stirbt? Aua! Hilfe! Ich werde angeschossen! Einer stirbt heute. Nein! Bitte nicht! Ui, hast das. Das Skelett hat es nicht anders gewollt. Also, falls ich sterbe. Nein! Ich Depp! Du hast es nicht anders gewollt! Ich hab einen Bogen bekommen. Nein, wisst ihr, was passiert ist? Du bist gestorben? Nee, ich hab ja vorhin Brot gebacken. Bist du gestorben? Nee. Oh. Nee, ich hab ja vorhin Brot gebacken und ich Depp hab natürlich alles Korn verbraten. Jetzt kann ich die Kühe nicht mitnehmen hier. Oh. Boah! Wow, es hat gelegt und der Creeper fast bei mir in die Luft. Wigge? Ja. Falls du nichts dagegen hast, ich hab hier unten noch meine Kürbisse angebaut, okay? Ja. So, Zombiefleisch weg. Ja. So, ich versuche wieder nach Hause zu kommen. Ich hoffe, ich finde es wieder. Oh Mann. Ja, nur da können wir dir die Koordinaten sagen. Aber ich nehme noch die ganzen Schweine hier mit dir rumstehen. Schweine sind lecker. Zumindest ist es in Minecraft. So nicht? Ach so auch. Ja, stimmt. In Real Life auch. Oh, das ist ein Ei. Noch. Super, ich hab zu viel mit mir mitgeschleppt. Scheiße. Was werfe ich jetzt weg? Kann ich es wegwerfen? Federn kann ich wegschmeißen, brauche ich nicht. Federn kannst du mir mitbringen. Ja, ich habe keinen Platz. Achso, okay. Aber wie gesagt, bei Federn produziere ich ja alleine zu Hause. Oh super, ich wollte ja die Fäden wegwerfen, um die Kohle mitzunehmen, die im Ofen drin ist. So. Kohle also. Kannst du auch selber produzieren zu Hause. Ja, so viele Bäume habe ich nicht, ich habe keine Baumfarm. Sind doch Bäume genug hier, obwohl ne, eigentlich nicht so. Doch, Wiggle hat die ganze Zeit Bäume gesetzt, wie ich gesehen habe. Naturbursche. Ja. Ja. Damit also, irgendeiner stirbt dann irgendwann. Warum habe ich hier noch... Also ich versuche jetzt nach Hause zu kommen. Hier gibt's einen Eisendieb. Was? Ein Eisen, was? Warum habe ich kein Eisen mehr? Weil du alles verbraucht hast. Na, ich hätte doch ganz viel. Also du hast damals gesagt, ich darf nehmen, da war ich so 10 oder 12 drin, ich habe 3 genommen. Nee, aber ich war ja normal farm. Ah, es war noch im Ofen.